So, hallo. Grüß dich. Damit Charto ins Halbfinale. Ich bin elf Leute geprankt. Buben gegen Baumi. Das ist richtig spannend. Wie alle, da in der CLP. Und ja, ich habe heute zwei Co-Caster als Kollegen, weil das ist auch ein großes Match und deswegen will man einen Streamer größer machen, nicht? Und ich brauche umso mehr Hilfe, damit wir keiner Queen-Plan dann mal was sagen. Ja, da haben wir natürlich einen sehr großen Profi da, nicht? In Markus Nachtlicht. Da wir uns da natürlich ein bisschen aushelfen werden. Ich an meiner Stelle werde mich auch ein bisschen nützlicher machen und hilf mir selbst ein bisschen mit der Chess Engine. Also heute wäre ein bisschen so ein Spiel verfolgen und schauen und vergleichen auch ein bisschen, was die Chess Engine so hat. Und vielleicht kann ich damit auch einen Queen Blunder predikten oder jedenfalls mindestens sehen, was er passiert. Oder Mate in 15. Oder Mate in 15. Ja, oder in 15, ja. Ja, ja, ja. Aber ich tue es so, als wären wir selber ihn gefallen und nachher wäre ich so sagen: Guys, das ist ja. Hallo? Hallo? Das ist ja. Hallo? Das ist ja Mate in 17. Forst. Hallo, hey, kann dir jeder sagen. Kann jeder sagen. Ja, aber ich und Alex als Finalisten, wir sagen das ja so auf den ersten Blick. Logisch. Vor allem nach dem Spiel, was wir gerade gespielt haben. Eben. Könnt ihr so alleine Matches durchschauen, Fans? Ja, aber. Perfekt. Queen Plan also, im dritten Zug. Das soll man nicht gleich sagen, Alex. Das war ein Spoiler. Ja, so, Spoiler. Kann ich einen Schmäler geben. Aber nicht von wen. Nicht von wen. Da Schmäler will jetzt schon die Bet machen, kann ich jetzt schon starten. Ich habe sie gewählt. Erst gewählt ein bisschen über die Kandidaten reden. Nämlich aber einmal in Ruben, der was in David und in. Gegen wen war er? In Oliver Asen gehabt hat. Und das spielt gegen den Baumi, der was in Aaron und in Mark Asen gehabt hat. Also das mache aber Mark gegen Oliver praktisch. Der Baume ist von mir aus gesagt, wenn er nicht nervös ist, ist er Favorit für mich. Aber der Ruben ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, ich glaube, der Baum ist extrem nervös. Ja, also ja. Es ist normal schon voll nervös, aber besonders heute, wenn viele Leute zuschauen und es geht darum, dass er wieder mit dem Gabs wahrscheinlich ins Finale kommt. Ja, ja. Deswegen. Und da vom Playstyle her wird es ziemlich interessante Schauen. Nicht? Das klatscht oder es trifft auch. Offensivkraft, nämlich der Baume, gegen eine Defensivkraft. Und wir werden sehen, will the Spear shatter the Shield, or will the Shield destroy the Spear? Und das gilt halt auch so zu finden. Ja, ich habe auch geherrscht, dass der Baume Sponziani ein bisschen geübt hat. Kann es sein, Oliver? I mean, maybe. Possible. Nein, schauen wir mal. Ich habe ihm gesagt, ich habe gegen ihn Ruben es Bunte eine Spielen gekannt. Es war bis zu einem gewissen Punkt auch erfolgreich. Also laut Engine war es immer teilweise im Spiel auch drei Punkte im Lead. Bis zu noch verspielt dann, obviously. Und ich glaube, der Baume, wenn er spielen will, hat er vielleicht eine ziemlich große Chance. So, Ruben kennt nicht das ideale. Die ideale Variante gegen Sponziani. Und vielleicht gibt es einen Surprise. Ja. Hoffen wir mal. Danke für den Follow. I eat flowers. Und ja, ich glaube, jetzt können wir gleich ins Spiel starten. Ich schreibe im Baum, dass ich bin. Ja, gegen Ruben. Wer hat gegen ihn gespielt? Du hast gegen ihn gespielt, ich habe gegen ihn gespielt. Er ist einfach super defensiv. Der David ist echt sehr solide. Ja. Aber ich glaube, der Baumi spielt auch ziemlich solide in letzter Zeit. Deswegen... Ja. Aber der eine spielt extrem aggressiv und der andere spielt extrem reaktiv. Ja. Und Und da oben ist bei mir aus sagen der lässigere Spieler. Das erlaubt sich nicht so leicht aus dem Konzept bringen. Und der Baumi kann schon auch die immer ein bisschen nervös sein und dadurch blundern. Ja, und wenn ein Blunder kommt, dann Baumi haben oft am Erfolg der zweite gleich nach. Passiert in den meisten. Ich glaube, der Kampf hat entschieden, wer einfach ein bisschen einen kühlen Kopf bewahren kann. Und aber sie gehört natürlich auch dazu, wir spielen da Schach mit im Halbfinale. Es ist natürlich eine Aufregung, da es geht eben im Einzug ins Finale, um ihn Einzug.
Und vielleicht, ich habe gerade da oben ein bisschen eine Aufregung oben. Denn Aferin steht natürlich sehr viel auf dem Spiel. Auf jeden Fall, das war jetzt sein erstes Finale. Gleich nachdem er da CLP beigetreten ist, war er sicher ein guter Start in seiner Chess-Karriere. Vielleicht kann er da schon mal ein paar Punkte für den Game-Titel sammeln. Well, to be fair, auch für das, wo er jetzt schon steht, ist eh schon ein guter Start in seiner Karriere. Nicht? Ich meine, er ist im Halbfinale, erstes Turnier, hat viele gute Spieler außen geworfen, mich inkludiert. Nicht? Und ja, also ich finde, das ist jetzt schon eine sehr, sehr gelungene Karriere und ich stark einmal so aus. Also es steht natürlich davon, ob er sie weiter ausbauen kann oder ob es das sein wird für ihn. Ja, der Bot tut nach einer gewissen Zeit selber ist Betting closen. Jetzt haben wir es wieder auch gemacht. Also ich verwette meine ganzen Punkte an den Baumi. Ich gehe nicht auf Twitch, weil es stürzt mein Internet um. Geil. So, und der Baumi ist jetzt ins Game gegangen. Da heißt, wir können umschalten. Jawohl. Muss ich da schauen, auf welcher Seite der Baumi spielt. Wenn das Marcel so gut oder nicht der Weiße umsorgen kann. Der Baumi spielt weiß und der Ruben spielt schwarz. Ich sehe gerade, wir haben 16 Zuschauer. Ich glaube, das ist ja Hochzahl, Mann, oder? Das ist the highest amount of viewers ever. Nice. Und das Game startet schon mit einem Kingpawn Opening, was man erwarten kann von Baume. Okay, French normalerweise spielt er Alben. Kingspawn Opening. Außer gegen die hat er das Queen's Gambit gespielt, gell, Mark? Ja, er war überraschend. So, wir sehen da schnelle Partie. Dieses werden schnell developed. Und der Baume entscheidet sich, weder die Advanced noch die Exchange Variation für die French zu spielen. Interessant. Dullards. Okay, Springer wird außen geholt. Nächster Angriff. Da bestand eine Raffi schwarze Möglichkeit, eventuell den Springer zu taken, um die Pawns zu double-upen. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringt. Ich glaube, da bin momentan stärker. Der Baumi spielt noch Engine. So viel kann ich schon mal verraten. Pawn-Push auf jeden Fall der richtige Move gewesen. Jetzt gilt es natürlich in Springer. Er muss ihn wieder zurückbewegen wahrscheinlich, oder? Druck bewegen, Engine Schlag vor, vorzubewegen und halt dort da. In die Lücke hin. Opposed ist nicht ein großen Threat, aber ist natürlich einmal sicher. Ich glaube, der Ruben kann danach versuchen, später außen in C-Bahn zu pushen. Damit Attack auf die Mitte zu machen. Und der Ruben hat da schon, kann jetzt auch schon castlen, wenn er will. Baumi hat ziemlich einen längeren Weg für sich. Baumi versucht den Pin loszuwerden. Was natürlich fein ist, weil die Pieces von Baumi sind ziemlich aktiv, von Ruben sind ziemlich aktiv. Also dort ein bisschen Spannung lösen. Sonst wenn er jetzt noch pusht, dann ist der ganze Druck von Ruben ist aufgelöst und. So. Ja. Wenn der Ruben castlen will, sehe ich da eigentlich schon einen ziemlich starken Attack auf die King-Side von Baumi, weil er oben gar keine Pieces auf der King-Side hat. Und dadurch, dass die Queen auf einer Diagonale da hat, kann sie ziemlich schnell die King-Side kommen. Also ich sage mal ein bisschen das, was ich jetzt gerade beobachtet habe. Der Baumi hat während der schnellen Züge stark einmal ein Lead gehabt. Die Engine hat vorgeschlagen, Queen G4, um auf die damals noch unprotektete Simmerreihe zu attackieren. Jetzt bringt er die Queen auch außen, aber ein bisschen zu spät, weil leider schon gecastelt worden ist. Ja, aber jetzt kann er einen Läufer, Black Square Läufer auf H6 gehen. Okay, er sieht das natürlich. Dort den Pin removen. Also den potenziellen Pin. Gepinnt gewesen, dann hat er gekannt, leider einen Angriff starten. Nichtsdestotrotz wird jetzt auch trotzdem noch Bishop D3 vorgeschlagen, um eventuell einen Attack auf H7 zu starten. Ja, er muss versuchen, die ganzen Pieces auf die Kingside um zu transportieren. Findet den besten Zug. Ja. Und wie der vorher schon gesagt hat, die ganzen Pieces von Ruben sind alle weggeschlossen, da sind er weggespecht von den Bounds. Ja, das ist unlucky. Und
Deswegen hat der Baume da, glaube ich, schon einen starken Vorteil. In der Position kann man sich dann auch überlegen, als Baumi an Bischof zu opfern. Also Genau. wahrscheinlich so H7 oder so, um alles zu öffnen. Er kann ziemlich gefährlich werden. Jetzt hat da oben ein Bahnbusch gemacht, nämlich Bahn F6. Es verhindert nicht wirklich den Angriff, den was der Bishop auf D3 threatet oder die Queen, was eventuell jetzt noch H4 move kann. Hat. Die Engine hat vorgeschlagen, den Bahndächter vielleicht nochmal einen Schritt weiter vorzuschieben, einfach um die Diagonale zu spüren für den Läufer und gleichzeitig protected zu sein vom Bauern auf E6. Und der Baum spielt immer noch laut Engine. Jetzt muss er den Bahn dazwischen bringen, sie Ja. schaut ekelhaft aus. Ist ein Er kann Bahnbusch machen. entweder das dienen oder er pusht den F-Bahn. Kanadien, um Ah den ja. Bishop wegzublocken. Kanadien, aber ja. Ein F-Bahn. Ah, und den Ah G-Bahn ja. auch noch. Ja, geht. Also damit ist der Aber Angriff jetzt erst könnte er einmal einen Queen geblockt. Trade machen. Zell? Tat ja Ja. nicht. Na, er war Du auf keinen kannst. Fall. Ja. So kann man einen Bishop auf G5 stellen. Stimmt, er war nicht Im schlecht. Dark Squared. Also das tue ich als freifahrt Kopf aus. Und es Ah, wird auch für den ja. Queen getradet. Ein passiver Interessant. Move. Ja, Der ganze Thread bei der Queen tatsächlich. ist weg. Ja, und tatsächlich hat der ganze Lead von Baume weg, denn alles, was er sich da erarbeitet hat, scheint leider auf der Queen passiert zu haben. Und jetzt sind sie wieder komplett even, 0,0. Der Baume versucht jetzt am rechter mehr Pieces auf die King-Seite, damit sie bekämen, damit er da einen Angriff starten kann. Aber ja, wie gesagt, kann Queen traden hat jetzt nicht getan, weil die Queen von Baume auch noch viel, viel stärker war. Ja. Schmäler zitiert die wieder, Alex. Du kannst die Queen nicht plundern, wenn es ein Trade ist. Das stimmt, ja. Das Hat stimmt, ein das stimmt. weißer Mann einmal gesagt. Ja, und der Baum ist ja bekannt dafür, im Finale die Queen zu traden, zu plundern. Dass das nicht nochmal passiert. Der Vorteil von Baum in der Position ist ja, ihn fällt es einfacher, die Pieces auf die Kingside zu manövrieren. Weil die von Ruben sind alle noch ziemlich blockt. Und die Hängt jetzt bleiben am aber Mega. ein Bahn, gell? Auf D4. Na, da ist noch. Ah, ja. Aber ich schaue nicht Na, mehr. aber Ah, der ist double attacked, ja. ja. Jetzt kann dein Bahn einfach pushen, C3. Aber wenn ein Bahn gedeckt hat, hat der Baum ja den Turm bekommen. Das hat man Danger nicht die Engine Levels. gesagt, gell? I'm just saying. I'm just saying. I mean, Alex, you can't comprehend what I, my great mind, is thinking. Bahn C4 ist ein bisschen zu weit. Ich bin mir nicht sicher, was der Baumi auf der King, auf der Queen-Seite dort dienen will. Ich weiß es Weil ehrlich gesagt nicht. C3 war Jetzt hängt Sinn. nämlich der Bahn wieder. C3 war sinnvoll gewesen, um den Baum zu protecten, aber einen Angriff starten, weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Er sieht's aber nicht, gell? Und wir sind wieder komplett even, nämlich hat jetzt kurz da oben ein Lead gehabt. Jetzt sind wir wirklich wieder komplett even. Das ist ja Dort ein spannend. bisschen, wo Okay, jetzt der take Bahn dann. denkt. Ich glaube da, Das kann aber nicht zurückdecken. nachdem der Knight Take hat, kann man da vielleicht einen Rook auf die D-Linie bringen. Ein Vielleicht Ball auf A-Rook. Bishops. Ein Ja, A-Rook und gleich. dann Gut verliert man gesehen, an Bishop, ja. gut gesehen, Alex, das war auch der Engine-Move. Die Engine schlägt jetzt auch vor, in Shop to Sacrifice, nämlich auch auf Violo in F2-Bahn in die C-Throne. Ja, weil einer von den Bishops stirbt. Also, Best Value ist einfach nur ein Bahn mitzureißen. Danke für den Follow. Ja, ich bin gespannt, was jetzt tut. Momentan ein 5,5-Punkte-Lead für Baume. Obwohl da oben ein Pawn mehr hat, gell? Beziehungsweise auch ein Punkt an sich leadet. Aber Engine sagt 5,5 für den Baume. Ja, das ist ein starker Pin. Ja. Der große Vorteil auch von Baum ist, dass er einfach zwei Bishops hatte, was einfach ganz brutal gefährlich Richtung Kingside schauen, nicht? Und seine Pieces sind auch einfach ein bisschen besser positioniert. Von oben ist einfach schon alles sehr ingesperrt aus und unbeweglich.
Die zwei Rooks von oben sind auch geblockt durch die beiden Pawns. Vielleicht will er da mal die Position ein bisschen öffnen, damit die Rooks ein bisschen stärker sind. Man muss an der Stelle auch sagen, gell, da oben hat er bis jetzt lauer 90 Bahn verloren. Gell, und es ist nicht so einfach, so aussetzen zu können. Das wisst, wie man sagt, die Rooks in der siebten Reihe sind ziemlich stark. Ja, der kann aber nicht so viel dienen da. Die Ja, Bahn sind momentan protected. zwar Ja. nicht, aber falls der Baum jetzt zum Beispiel F4 spielt, pusht er vielleicht in Ding weg. Nein, geht aber nicht. Er muss erst den Läufer bewegen. Ja, es gibt blau am Feld. Nein, gibt es nicht. Es, ja, also, es ist immer sicher auch klar zu sagen, auch ohne Engine, dass der Läufer da weg muss. Wir hatten eigentlich der Zug Läufer E7 gefahren. Einfach den Rucker. Nachher war nicht weit. S7, M kann man dann nachher auch war, kann selber der pinnen. Augen move, nachher war gebinnt, ja. So, und da wird jetzt gerade der Obwohl, nächste damit man im attackiert. Band kriegt. Nein, nachher hat keinen Unterschied gemacht. Das ist auch ein interessanter Zug. Die Engine hat zwei Möglichkeiten gesehen, was man dort hin kann, hin und her gezweifelt. Entweder den Bishop einfach zu lassen und den F-Pawn auf F4 zu spielen, um nachher einfach den Bishop zurückzutaken. Aber zum Schluss hat sich auch nochmal überlegt, genau. Leider weg. Okay, da ist vielleicht, da muss. Okay, das ist deadly. Weil wenn er jetzt auch einen Move auf G3, Da dann kommt pusht er die. im Pawn weiter und dann ist er Gewinnt gone. kein Ding zurück. Jetzt Deswegen muss er kann man sich etwas aber überlegen. da kann man auch nur die gleiche Strategie spielen. Push einfach in Bahn auf F4. Wenn er im Ah Bishop ja. takt, takst du zurück. Und wenn er in Bahn takt, nachher Kämpfst du frei. kannst du eigentlich sein lassen, weil der Rook. Stimmt, ja, ist ein guter Move. Aber der Baum ist sichtbar und fällt das sehr weit wieder zurück mit dem Ding. Stimmt, Obwohl das Zug, was du gesagt hast, ist geil. jetzt greift F4. er zweimal im Bahn an. Gewinnt wahrscheinlich am Bahn zurück. Ja. Weil da Ruben müsste jetzt wegmoven mit dem Dark Squad Bishop. Oben kann B2 gehen, ja, um mit Bahn, um die Chain zu destroyen. Alone hat er zwei Best Ones auf der Queen Side. Jetzt kann das natürlich pro Abrupten kann das nicht. Versuche ich gerade deshalb zu verstehen, was der Engine sagt. Engine sagt E3. Aber E3 protected nicht bauen. E3. Das ist ein Blunder, Guys. Ja, und jetzt kann eben der Ruben da unten auch ran. Und der. Okay, der C-Bahn fällt noch. Er kann den Rook noch repositionieren. Jetzt kann er den C-Bahn zum Beispiel killen. Oder protected sein Bahn. Seppon schlagt die Engine. Ja. Noch Gabas Ja, fahren. große Leads werden hin und her geschmissen. Noch Dann Gabas ist. fahren. Ja. Dann die Schlag vor, ein Trinkspiel zu machen, jedes Mal, wenn der Olli Engine sagt. Leider Der darf man auf Twitch Computer. nicht, leider darf man auf Twitch nicht trinken. Also jetzt spielt man es gern. Jetzt kann man einen Wasser, Rook-Trade Wasser machen. darf man was trinken? Dem Frau hat gesagt Schnaps. Okay, bei der Ja, Rook-Trade. ja. Ah ja, Aber ich glaube, das ist das besser für ist den Winning für Ruben. den Ruben, ja. Weil ich pense. Oh, Oh, das war stimmt. stark. Das ist nicht mehr Also jetzt Winning für den ist Ruben. Leading für. Dann kann er nicht verteidigen da. Ja. Aber das schaut ein bisschen nach einem Draw-Game aus. Border Bishops auf der anderen Farbe. Hey, was, die können Ja. sich nicht gegenseitig angreifen. Und das ist ziemlich schwer, die Pawns, weil die anderen Pawns viel zu pushen, weil sie eben sich gegenseitig blocken. Also, ich glaube, das kennt der Draw wie das Game. Ja, dann gehen wir davon aus, dass sie wirklich gut spielen. Und beim Endgame haben wir es oft so, dass ein kleiner Fehler, ein falscher Bauernwurf, dann ist alles vorbei. Der Passiert leider Punkt. sehr oft. Kann ja die Engine wieder abgeschalten oder warum nicht so irgendwie 3 Milliarden Züge oder was wird zu schnell gegangen sein und den Anschluss verloren, deswegen schau ich jetzt da wieder mit. Hello, guys. Hallo. Hello.
Ja, es ist aber auch nicht mehr, gut, man kann das natürlich mit einem Engine, war schon interessant, und sie schauen Late Game natürlich auch kompliziert zu spielen, nicht? Es theoretisch hat der Baum einen minimalen Vorteil, weil er einfach ein Ding mehr hat. Aber. War der Bounce? Okay, ich glaub, das war ein Fehler. Ja, ich glaube, das war der Fehler. Das war ein Fehler, ja. Ja, das ist. Im Bahn, in Hauptbahn kann er durchpushen. Oben müssen jetzt mit dem Bishop irgendwie A1 stacken, damit der Hauptbahn nicht durchkommt. Aber da sind eben zu viele Bounce jetzt für den Baum. Ja. Wenn er jetzt oben ruft auf F5, dann ist der Bishop safe und er kann gemütlich seine Bounce pushen. Sein Bishop zu safe. Ja, es ist eigentlich ein Passbahn. Dasselbe gilt, wenn man da durchzupushen mit dem König, kann er dann da, also die zukünftigen King Moves einfach abbrechen. Hätte, glaube ich, lieber da vorne einen King Move gesehen, einfach um ihn wegzuhalten. Ich dachte, den G-Bahn da jetzt pushen, ja. Weil jetzt ist, das ist jetzt ein verlorener Bahn für den Baumi. Ja. Für den Ruben. Fast Pawns, oder zwar die letzten zwei Pawns im Spiel, ja. Sollten nicht so verloren verteidigbar sein für einen Ruben. Es ist eine Sache, wenn man. Es ist eine Sache, wenn man einen Ball und einen König hat, was dann kann man ganz gefährlich auf einen Butter außen spielen, aber mit zwei Pawns kann man filtern. König. Ich glaube, das war der Fehler. Nein, weil wenn er H4. Wir haben Jack Daddy. Checkt er die? Okay, das ist gut, die protecten sich gegenseitig. Aber wenn er den Block Check machen. Hat, kann er sich dann nicht im Bauen auf ihren Pushen. Schach setzen. Na, du kannst ja nicht mehr zwei probieren. Ja. So, jetzt, ja. Das ist jetzt, und jetzt mit dem König. Ja, aber mit dem König, genau. Jetzt ist König, komisch. König, auch. König, ja. Und dann auch Checkmate mit dem Bauen. Ah ja, oh. Oh, na. No. Das war sick. Jetzt geht's leider nicht mehr. Na. Wobei. Vielleicht sehe ich das ja noch. Wohl, theoretisch geht's schon, oder? Ja, na. Wir müssen dann mit dem Bishop wieder zurück. Ah, es ist nicht Checkmate, weil er kann nicht mehr. Weil er hat eben nicht deckt. Ja, aber das ist auch nicht, glaube ich. Ah, das ist auch nicht Checkmate, ja. Na, das ist, glaube ich, auch unentschieden. Ja, weil der Bond kommt nie fürchen. Ja. Baum muss vielleicht. Ja. Aber Baum muss ja sagen, dass er nicht Zeit verliert. Unentschieden. Der Baum hat da Draw geboten und darum hat es auch genommen. Aber wenn der Baum die Zeit verloren hätte, wäre es echt ein Draw gewesen, weil. Ja, weil Bishop. Nicht mehr genug Dings hat. Genau, Bishop und König ist nicht genug. Um ein Ding zu machen. Starkes Game. Ruben wird sicher Queen's Gambit spielen, in auf jeden Fall seiner Spiele umgeschaut und er spielt allen Queen's Gambit. Ich glaube, da bauen wir die Clients meistens. Das ist eigentlich schon ein kleiner Fehler, glaube ich. Weil ich habe auch viel Queen's Gambit gespielt und da empfiehlt sich erst schon zu taken. Und je nachdem, ob die Queen dann attackt oder der Knight, kann man dann auch mit Tempo entweder in Born rausbringen oder in Knight. Und der schwarze Spieler verliert an Tempo. Interesting. So. Das heißt, wenn der Spieler, der das Spiel gewinnt, kommt ins Halbfinale. Ganz genau. Das ist ein Move, den was ich nicht mag. Okay, aber der Ruben entscheidet sich, den Springer rauszuholen, anstatt den Bahn zu pushen. Weil es ist einfach ein verlorener Zug. Wenn man den Baum pusht, dann wird die Kingside weak und der Ruben kann landen auf der Kingside Castle. Ja, weak ist relativ, wenn man den Push on Baum vor. Ja, aber dann bist du ja offen für Checks, wenn du mit dem Läufer außen movest. Ja, aber der Schwarz verliert einfach brutal viel an Tempo. Aber du musst ja denken, der C-Bahn und der F-Bahn sind die wichtigsten Bahns, wenn man Rochade machen will und dadurch, dass da oben Queen's Gambit spielt, ist der C-Bahn ja schon gepusht und dann auch wieder ein F-Bahn nicht schwächer machen.
Die Engine hätte lieber einen Tick gesehen. Ich kann aber verstehen, dass der Baum wieder nicht decken will, weil er nicht unnötig die Queen rausholen will von oben. Wenn er die Queen rausgeholt hätte, dann war der Depon hängen gewesen. Hat er sich gern gekriegt. Ah ja, deswegen wahrscheinlich hat die Engine gewählt. Oder er gewählt, ja. Aber er kann sie auch notieren. Ja, stimmt. Kann sie auch notieren. Vielleicht Seekers. Engine schlagt sie auch noch vor. Der Knight weiterhin gepinnt. Deshalb hat der Bauern lauern Defender. Und siehst, kann der Baum ja, okay, er tut's. Da sehe ich, dass der Baum hängen ist. Das ist okay, außer er deckt mit dem Baum. Ja, weil ich sag die Engine sogar. Die Engine bevorzugt mit dem Baum zu decken, aber das ist der Fehler. Und genau deswegen holt sich jetzt auch der Baum in Baum auf D4. Gut gesehen. Interessant, dass du es gesehen hast, Marc. Aber warum ich habe das nie gespielt. Ich habe das auch nicht gespielt. Ja, ich glaube, mir hat niemand gespielt. Mir ist lieber ein König safe zu haben, wie ein Pawn in der Mitte zu verlieren. Man muss ja sagen, dass der Computer einfach noch nicht menschlich Schach spielt. Ja, hast du. Das ist einfach komplett unlogisch, wie das halt teilweise spielt. Und ja, da darf man jetzt auch nicht zu viel Wert drauflegen. Erst recht nicht im Early Game. Warum kann der noch C4? Okay, jetzt nicht mehr. Bevor C4, Knight war C5 war ziemlich stark gewesen und die Queen attackt. Move seine ganzen Pieces, aber geht leider nicht mehr. Bandpush sichert die da stark. Bandpush machen schon da. Ja, man kann halt auch einen Bishop dazwischen stellen und vielleicht einen Trade einladen. Ja. Nachher eventuell den Trade einladen und nachher einen Pawn oder zweiten Center Pawn zurückholen, nicht? Oder man macht eben den Rook Move und defendet mit dem Rook. Ist ein ziemlich defensiver Zug. Ja, der defensiv. Der Schirp ist problemlos außen. Weil der Rook ist jetzt im Prinzip bindt, wenn man den Pawn beschützen will. Theoretisch, wenn sich einmal Green da frei machen sollte. Jetzt der, was jetzt die Kant? Ich gehe zurück auf B6 mit der Queen, glaube ich. Greift man aber den Pawn ab. Genau. Stellt aus mit der Queen. Man kann da als Weiß nachher später Bishop D3 spielen, weiter Pressure auf die Queen machen und eventuell einen neuen Weakened Pawn attackieren. Warum denke ich da ein bisschen lange noch für den Move? Gibt nicht wirklich viele Möglichkeiten, wo man mit der Queen hingehen kann. Viele Squares sind gedeckt, deswegen gibt es nicht viel Möglichkeiten da in Einzug. Da kommt eben B6. Ja, und Papier der Felder, wenn er jetzt mit dem Knight auf A4 geht, verjagt die Queen wieder und beschützt gleichzeitig den Pawn oben. Ja. Hier wird noch eine Alternative in Move E5. A5, A, oder? A5 kann ich nicht machen. A5 kannst du nicht machen. Also ich rede jetzt von Weiß, gell, nicht macht's. Nein, immer. Wenn der oben mit Knight da hergeht, aber da oben pusht also hier mit, die Bahn. Also mit Knight A5. Nein, ich hätte... Das ist jetzt ein bisschen Breathing Room für einen Knight. Weil der Knight kann jetzt auf D4 spielen. Ja, gefällt mir so ein Move. Die Queen attackieren. Und da ist ein. What the fuck is the engine saying? Er ist gedeckt von der Queen. Ja. Das sieht's auch. Schöner Move. Attackiert die Queen. Die Queen hat da und so Bishop. Viele Felder. Ja, aber der Bishop ist gedeckt. Gedeckt drauf, ne? Ja, aber der Angriff scheint so viel brutal zu sein, dass der Computer sagt, dass der Rook taken soll. Also Rook takes Knight D4. Muss ich der Baum mir aber aufpassen? So ist die Gefahr, ja. Muss ich der Baum mir aufpassen? Was ist die Gefahr ist? Jetzt verstehe ich's. Unglaublicher Angriff, Knight takes Pawn auf E4. Oder das, I guess.
Auf ja, und jetzt müssen... Ja, also er hätte im Pawn gedeckt, hat wieder die Queen attackiert und die Klappe hätte in Exchange früher oder später die Queen kriegt oder getrappen. Baum, muss ich jetzt aufpassen von Bishop A6 Move? Ja, jetzt gerade nicht, weil er kriegt die Queen. Ah aber ja, logisch. Wenn er die Queen jetzt eine Sache bewegt, auf G4, dann... Okay, dann kann er einen Bahn-Push machen, um sie noch weiter zu verjagen. Also, wenn die Queen weitergeht, dann kann sie getrappt werden bald. Übrigens, bei den Wetten haben alle auf den Baum mehr gewettet. Und Baum hat natürlich eine sehr, sehr starke Fanbase, nicht allein mit seinem Zeitungsjournal, sondern auch als Spieler selbst, der einfach schon in so viele Turniere so viel bewiesen hat, nicht? Und ich glaube, das ist nachvollziehbar, woher das kommt, woher die Fanbase kommt. So, das... Okay, er bietet einen Trade tun. Ja. Das Ding. Greift wieder die Dame mit dem Bishop, mit dem Knight. Computer besteht darauf, dass die Queen noch D3 geht. Ja, wenn er moved, wenn er oder tradet, dass, dann... Trade gedeckt wird. Wenn er tradet, dann hätte der Baum in den Läufer, was jetzt im, im Endgame ein Windstärker ist. Und besonders, weil das Feld voll offen ist, kann er überall die Runde hupfen. Dazu, da in Ruhe viel zu denken gibt, rechnet sich wahrscheinlich aus, was passiert, wenn er deckt. Wo geht die Queen am besten hin, da? Also am besten gang sie auf dir. Entschuldigung, D3, sorry. I'm blind. That's an interesting one. Aber fein. Für den Zug war der Ruben übrigens eine Minute vorher, hat ziemlich viel Zeit jetzt verloren. Aber ist albern in Führung mit der Zeit. Okay, er spielt defensiv, er hat die gekannte Queen mit F5 vor Jogen. Ja. Das war ein guter Choice gewesen. Ich denke, jetzt war ein guter Moment für sie. Ja, wenn er sieht. Er startet ein bisschen Rook befreien. Ich glaube, es wird generell langsam Zeit, die Kings da ein bisschen vorzupushen. Und er sieht. Schöner Move. Der C-Rook vom Baum ist halt allem noch bind wegen den Läufer, was da oben ist. Genau. War auch langsam Zeit, den wegzubringen. Stark mit Rosigas. Man muss aber trotzdem sagen, zu guten von oben, durch das, dass er 2 Punkte hinten ist, ist er laut Engine 2,5 Punkte hinten. Also das, was er real hinter ist und das, was die, was der Computer sagt, stimmen ziemlich gut überein. Das heißt, so riesig ist der Lead von Baumi nicht. Und normalerweise, wenn man so zwar der Head ist und eine gute Position ist, dann Das ist ein Queen Blunder. Queen Blunder. Das tut weh. Ja. Ja. Der einzige Weg war, glaube ich, 4. Bond, die hängt noch, ja. Ja, es ist der einzige Weg gewesen, H5. Ja. Queen H5. Und jetzt schaut es stark aus für den Baum. Ja. Ja, ja wir kämen nicht um einen. Wir kämen nicht um einen Stream an einen Queen Blunder. Ja, wir kämen nicht um einen, gell? 20. Ja. Soll ich den sogar gut sagen? Den haben sogar ich gesehen, ja. Mit Hilfe von der Engine. Finally. Wait, also jetzt habe ich. Ich habe kurz angeschaut, dass da noch nicht Queen Blunder passiert hat, sorry. Ja, passt wieder. Vielleicht, um den Bond anzugreifen. Jetzt im Prinzip kann er mit der Queen die Queen voll ausnutzen und einfach alle Sachen traden und alles Aura. Versuchen so viel wie möglich zu traden. Der König ist auch voll offen. Jetzt durch die zwei Bahns ist es schwierig, die Rooks so mit zu bekommen, aber trotzdem kann man das später sicher leicht ausnutzen. Ich glaube, das was ein guter Vorschlag und was sicher die Idee ist, ist Queen neu zu positionieren und versuchen auf der anderen Seite zu attackieren, weil bei Queen Side ist der King relativ gut protected. Bei Flankierung es steht 2 Pawns, 2 Türme stehen zusammen. Irgendwie, wenn du auf King Side Queen attackierst, sieht die Sache anders aus. Mehrere Möglichkeiten, was er wählen kann. Der Hirsch hat E8 vorgeschlagen.
um in die Backline wieder zu kämen und dann wieder von hinten vor. Er war ziemlich nice gewesen. Ja, er war der richtige Move gewesen. Nach oben versucht Druck auf den Rook zu machen. Muss jetzt ein bisschen cheesy Tricks suchen, um das Spiel nicht zu gewinnen. Weil ein ganzer Queen hinter sich ist schwierig. Schwierig, ja. Halt Pawn kann er nehmen. In A-Pawn macht zwar nicht so viel, weil die Action spielt auf der King-Side. Das ist aber ein schneller Zug, was ihn wieder Zeit bringt. Ja. Weil da ein Elite, denn was da oben hat, ist oder Zeit. Zeitlich. Ja. So, Baumi kann überlegen, in Turm auf zu traden mit dem Läufer. Der hat noch mehr öffnen, der hat dann Verteidiger removen. Macht nicht so viel aus, weil er eben noch einen Bauern zurückkriegt. Ist ein Punkt Differenz. Also du sagst Sturm takes Bishop auf E3, oder? Ja. Ja, interesting. Wäre Möglichkeit auf jeden Fall. Aber Baume will es sicher auch spielen. Da wird sich ein Bauer gesnackt. Nur ein Baum kann sich snacken. Bind jetzt automatisch in Knight und in Bishop. Das heißt, es kommt wieder zu einem Trade. Ja. Frage ist, gönnt sich da oben nur ein Snack oder spielt da einen anderen? Ich meine, viele Züge kann man nicht spielen. Nur in der Situation, wie schon gesagt, der Mark hat richtig gesagt, da ist ein Pin. Der Bishop könnte sich allerhöchstens noch auf der Diagonale ein bisschen bewegen. Tut er. Er greift die Queen nun. Ja. Danger Levels, um in Trade out zu wehren. Die Queen kann sich auch langsam darum kümmern, den B-Pawn zu killen, weil vielleicht übersehe ich der Baumi was und kann den sein durchpushen. Möglich. Vielleicht soll er da oben und auch später mit dem Es geht mir dann rund, ja. auf G6 gehen, damit irgendwelcher Gefahren auf den König da sind. Es gibt einen wunderschönen Move, nämlich Queen D. Perfekt, Queen D6. Attackiert, bringt einen zweiten Attacker auf den Knight. Wenn der Knight springt, ist der Bishop weg. So, und jetzt ist der da weg. Kann er theoretisch mit dem Job zurückdecken, aber nachher deckt die Queen. Baumi geht alle weiter in Führung. Ja, das Einzige, was, das Einzige, was er sich anpassen muss, ist die Zeit. Er hat glaube 9,5 Minuten und wenn man das Geräusch schon einmal erhört, weil man unter einer Minute ist, dann wirst man ziemlich nervös und dann heben die Plan da auch. Ja. Wenn ich das richtig sehe, nachher schlagt ihm, also beziehungsweise ich, gell? Du? Ich? Mein Bescheiden ist ich. Ich glaube, ich sehe ich am Mate 7. Ach. Am Mate 7 sehe ich schon. Ja, am Mate 7. Mhm, ich sehe ich. Ein ganz einfaches. Aha. No worries. Schau mal, der Baum war schon wahrscheinlich auf einen gleichgesinnten Familien, nicht, aber auch die muss schon, dass er sieht, nicht? Wahrscheinlich. Ich vermute, das hätte mit G6 so, oder? Mit Queen G6, es fängt mit, jetzt kommt man natürlich drauf an, was da, der Computer schlägt vor, dass der Ruben, okay, er spielt das da. Jetzt schlägt er vor, Geräusch D3, kommt. Der Rook D3, das ist der erste Move. Rook D3, und weiter das sehen gerade nicht, weil ich will ihn nicht den ganzen Spaß nehmen. Ja, D3, nach Queen F3, nur muss, okay, was, okay, das ist ja nicht so schlecht. Ich habe auch nicht so schlecht. Aber ich sehe es. Baumi sieht nicht, das Mate ist Ich habe noch Mate in. Oh, Mate in 3! Ah, der Baumi ist sogar schneller. Baumi ist besser als die Engine. Ja. Jetzt müssen wir da oben hier, sonst ist es Mate in 1. Mate in 1. Findet ein Queen Move. Queen, ja, Queen. Ja, findet's. Mate in 1. Mate in 1. Rook Move. Rook haben die ones. Ja. Ah ja. Nicht das. Halb nur Mate in 2, halb nur Mate in 2. Okay, Mate in 1, komm mal. Rook D6. Ja. Rook D6. Oh yes. Nice. Okay. Nice. Holy shit. Was für eine Partie. Ach, der Queen Blunder. Schade.
Ja, schade, dass der Queen-Plunder in Nonsalant ein wichtiges Spiel war. Das ist ja gerade in Rom sicher. Es war eigentlich eine sehr, sehr ausgeglichene Partie. Bis zu einem gewissen Punkt. Und der Baum hat im Early Game von zweiten Spieler einen guten 2-Punkte-Lead holen gekannt. Es ist auch die längste Weile ein 2-Punkte-Lead geblieben. Und der Baum, der Robert hat ein gutes Positionsspiel spielen gekannt. Aber der Baum hat trotzdem die richtigen Moves gefunden und bis zum Schluss ist mit in 7, I guess, gefunden. Das, was natürlich ich schon vorhergesehen habe, ein bisschen schneller wäre wahrscheinlich nicht, aber ja. Ich bin froh über meine Nakama-Punkte. Ich bin unendlich stolz. Ja, Bin ja, tut leid. Gratulation an den Baume. Kommt damit endlich für das Finale. Das hat die zweite Chance, den Titel zu holen. War in der ersten Season ja ein Finale. Und vielleicht sogar gegen Gapse. Es ist nur möglich. Das Rematch von Es ist nur Season 1. möglich. Allerdings, allerdings. Ich meine, natürlich gönnen wir es natürlich ein Ninz, dass er weiterkommt, nicht. Ja, logisch. Aber für die Story, für Skript natürlich, schauen wir mal, was rauskommt. Wir haben eine wahnsinnig interessante Partie gehabt. Baume hat im ersten Game einen Ausgleich gegen Ruben Basso erzielt und nachher ist sie einen guten und deutlichen Sieg von Seiten von Baume im zweiten Game gekommen. Damit wiederhole ich nochmal, der Baume kommt ins Finale, der Ruben scheidet aus. Seine Karriere endet da. Eine sehr erfolgreiche Karriere, muss man sagen. Hat sehr, sehr gut gespielt, hat sich gegen gute Gegner behaupten. Und ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an den Baumi. Ja, weil wir ein paar Worte von Sieger her. Auf jeden Fall. Du kannst schon ruhig auch einen Move machen, er ist Ja, bereit. ich gehe mal kurz raus und schau mal, ob ich da finde. Ein Baumgärtner, sie kennen ihn nicht. Buddy was moved Da, to da your ist er. channel. Hi. Hallo, Herr Hallo. Baumi. Hallo. Hallo. Hi, Gratulation zum hi. Finale. Ja, danke, danke. Gratuliere, gratuliere. Sehr, sehr, sehr gut gespielt. Ach, das ist ja intens, Ja. intens. Ich bin auch stolz auf dich, dass ich es Made in 7 gesehen hast und sie auch gesehen haben. Han Han ist das kürzeste Mate gefunden, weil ich noch einfach kleine Moves gemacht Oh Gott. Na, Oh, richtig gut warum gespielt. müssen die Spiele aber so brutal sein? Ja. Wie schaut es aus mit deinen Nerven? Warst du nervös? Ja, ich war voll nervös im ersten Spiel. Ich glaube, ich habe bisher hab ich meinen Bischof, also war ich eigentlich klar im Vorteil, habe seinen Bischof gekriegt und meinen gleichzeitig danach klar geplandert. Ich weiß nicht, ob es mit den drei Bauern gegen einen Bauer ein Win gewesen war, aber ich glaube, es ist auch Remis. Da müssen wir noch schauen. Ganz zum Schluss war es sicher Remis. Wo du Remis angeboten hast, hat es keinen Weg dran gegeben. Haben wir es auch Remis, ja. Aber du hast ein Ding da retten. In Bishop, dem, was er gewählt hat, trappen. Ja. Du hast gekannt, sein Bishop mit deinem Pawn-Move angreifen und danach gleichzeitig Platz machen für den Bishop. Dann war es Okay. entweder ein Trade gewesen oder du hast den Bishop gesaved. Okay. Und du hast ja allem weiterspielen gekannt ohne Remis, weil wenn dir die Zeit ausgelaufen war, ist so ein Remis gehabt. Weil er hätte ja Ja, nicht mehr aber schaffen können. er hat den Bischof vielleicht vor uns zurückbewegen gemisst. Ich habe den King nicht weggekriegt, er war von Dark Square. Und er hat den Bischof, er hat gewusst, dass er Remis ist und hat den Bischof vor uns zurück. Also für ihn war ja kein Winning Move mehr. Er hat ja keinen Bauern mehr gehabt und er hat lange müssen den Bischof vor uns zurückbewegen. Ja, in dem Moment, wo du die zwei eisernen Pawns gehabt hast, war es auch unentschieden. Okay, okay. War nicht machbar, ein Sieg da. Aber zum Glück hast du das zweite Spiel dann auch gewonnen und damit geht es weiter. Ja, ich bin überglücklich. Es war bis die Queen Blunder war es wirklich ein Krimi von einem Spiel. Ich habe schon gedacht, irgendwann da passiert es Anfang des Spiels, dass die Queen geblendet wird, weil meiner Queen hat in einem Galing auch volle wenig Squares mehr gehabt und seiner habe ich zum Glück relativ gut in der Grenze allem. Und ist noch unlucky, ja. Er hat einen starken Angriff auf der meiner Kingside gehabt. Und wirklich wenig Squares für die Queen.
Und ja, es war eigentlich schwierig, ja. Ja, ich habe mir oben vor der Partie gesehen, was wir vorhin gewähnt waren, und vor der Partie gesehen, was ein bisschen in alle Richtungen gegangen ist. Die erste Partie war vor allem nach in der zweiten Hälfte ein bisschen vor Ungenauigkeiten und mehrere aufeinanderfolgende Blande geprägt. Nachher das zweite Game war, wie man es kennt, ein stark aggressiver Spieler, ein starkes aggressives Spiel von Baumi und ein starkes, also bis zum Schluss eigentlich fast ein starkes positionelles Game von Ruben. Aber wir haben gesehen, never show up with a shield to a spear fight. Und das Bier clearly won today. Und ich glaube, es war das Spiel noch an noch ein Queen Blunder. Hat er es auch noch ziemlich hart gemacht. Hat zwar einfach von seiner Qualität da. Er hat mit den zwei Rooks sehr gut gespielt. Natürlich jetzt auf langer Sicht gibt es keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber ich meine, er hat mir echt das Leben schwer gemacht, noch zum Schluss. Ja. Ja, aber man kann ihn oben nicht wegnehmen. Das war sein erster CLP. Er hat es Ja. ins Halbfinale geschafft, hat starker gegen außen gehabt und es geht sicher weiter für ihn. Ich hoffe, er hat die Lust auf Season 4 ran, damit er sein weiterspielen kann. Ja. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Solcher Spieler wie der Ruben, also wirklich volle gut. Ja. Wir sehen, Alex hat jetzt kurz bei uns auf den Screen angebracht. Wolltest du dazu noch was sagen, Alex? Na, Beziehungsweise, also. das ist leider der einzige Move gewesen, was die Genau. Queen eben rettet. Er hat gemäß Genau. Vierchen gehen. Wie soll der die Queen zurückbewegen Weil, können? nein, das war der Plan, das Ah, war der nein, Queen nein, Plan da nicht. auf Ah, da war er, G3. Sagen, ja. Weil wenn er jetzt Was? so Knight E4, dann muss er wieder mit der Queen moven. Kann er nicht mit Bishop die. Kann er auch. Okay. Ja, es ist ungemütlich für die Queen. Ja. Ah, ist sie da trapped? Oder mehr Moves. Ah, noch nicht. Okay, sie endet in der So, kommst Position. du wieder her. Ja, früher oder später kommst du wieder her. Und man muss sagen, ich hätte mir erwarten, dass er meiner Queen mehr attackiert. Meiner Queen hat auch, also jetzt in der Position, nicht mehr wollen oder weiße live auf dem Feld war, hat meiner Queen eigentlich auch ziemlich wenig Felder gehabt. Und dann ja bei einem Zug, im Zug, wo die Queen auf H6 gestellt haben, dann, das war eigentlich, habe ich ziemlich lange überlegt, wie meine Queen hat verloren gehabt. Und ja, ich meine, es passiert, es ist mir selber im Finale passiert, die Queen wird geplant, man ist nervös. Ja, ist scheiße jetzt für den Ruben. Das passiert Ich natürlich, ja. sehe der Grund, wieso du in den ersten Games so früh die Queen getradet hast. Nein, Neffe, also das erste Spiel finde ich, habe ich einen sehr schönen Angriff aufgebaut gehabt. Bin aber dann nicht mehr Fürsche gekommen mit der Queen. Also meine zwei Bischof sind ziemlich stark und die Queen. Aber der Pawn-Move dann F5 hat ziemlich viel ruiniert und dann habe ich keinen Angriff mehr gesehen. Und bevor es dann wirklich passiert, ja, habe ich mir gedacht, jetzt trade ich. Ja. Okay. Ja, Ja, GG. spannende zweite Partie haben wir da gekriegt. Spannende erste Partie, der was in ein Remis geendet ist. Abschließend kann ich mir sagen, auf jeden Fall hast du dir jetzt speziell mehr Freien im Finale zu spielen. Wir haben morgen wahrscheinlich Morgen, ja. spielen Ninz gegen Gabse. Du hast natürlich deine History mit dem Gabse. Was glaubst du, kommt weiter? Gegen wen wünschst du dir zu spielen? Und wie glaubst du, wird morgen die Partie ausschauen, prinzipiell? Ja, also grundsätzlich natürlich gab es noch eine Rechnung offen und es war ultra cool, wenn das Finale von Season 1 geholt wurde. Da habe ich schon, muss ich sagen, eine Schwäche für Gabs entwickelt, dass ich hoffe, dass er weiterkommt. Also wirklich nice war. Jetzt vom Spielerischen, glaube ich, begegnen sich die Spieler wirklich auf Augenhöhe. Und es wird wahrscheinlich auch darum enden, wer die Kühler Nerven behalten kann. Natürlich, da gab es sich ein Sturm. Und lässt sich nicht viel umkennen, als jetzt das Finale von Season 1 schon hätte. Hat jetzt in
in Dingen Julian Balkner außen geschmissen. Also es ist wirklich ein Spieler, der was unter Druck sehr, sehr gut spielen kann. Also. Auf jeden Fall, und wir sehen vor allem natürlich auch die legendäre Playoffs-Performance, der was wirklich eben, wie du schon angesprochen hast, in Turnierfavoriten Julian Balkner außen geworfen hat. Und es aber, wir haben uns nämlich eins gemerkt. Der Ninz ist allem der Underdog. Aber dann Dämmer, da hat er wirklich sagen, das ist der Last Time, Ninz war der Underdog. Ich glaube, Dämmer sind auf Augenhöhe. Dämmer treffen sich zwei Spieler, die was wirklich beide auf dem gleichen Niveau spielen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Partie ausgehen wird. Natürlich für Skript wünscht man sich, dass der Gap so weiterkommt und dass wir Rematch von Season 1 kriegen. Aber natürlich müssen wir schon mal schauen, was es am Ära verdient. Vielleicht im Tetra gab es einfach ihn nicht und der verliert Zeit, weil er denkt, wir stehen jetzt. Ja. Kann natürlich auch passieren. Und ich muss sagen, gegen Ninz habe ich erst einmal gespielt und selber in Season 1 in der Gruppenphase, glaube ich sogar. Ich habe jetzt lange nicht mehr von ihm gesehen. Ich sehe gleich seine Ergebnisse und seine, und das entsprechen eigentlich Affi für Ninz. Er spielt wirklich voll ein gutes Turnier, ja. Ist Alben wieder unterschätzt. Aber ja. Gewinnt dann auch recht jedes Game. Für Ninz war es also seine Redemption Road, weißt du? Er war der was Alben unterschätzt. Das, das war auch Storyline. Der was Alben unterschätzt worden ist, der was Alben geglaubt wird, dass er verliert und so weiter, schattet alle Hater ab. Und landet im Finale. Hey, war schon eine nice Story. Aber ich gönn's natürlich im Border weiterzukommen. Ich bin mega, mega gespannt, wie die Partie morgen ausschauen wird. Und ja. Ja, und wenn er ins ausscheidet, dann kommt bald wieder ins Spiel ums Dritte. Wie letztes Jahr. Ja. Darf man auch nicht vergessen, Ninz ist letzter Season Dritter geworden. Er geht oft einmal unter. Im Schatten des großen Finalstreams kann man das ganz schnell vergessen, den Dritten, aber er ist effektiv Dritter geworden. Mhm. Ja? Ja. Gut. Irgendwelche letzten Worte, Baumi? Ja, ich möchte natürlich meinen größten Fan, ich will ihn begrüßen. Ah, Marc, jetzt habe ich da hinten geschaut, oder? ja, danke, Schmiller, für dein psychisches Coaching. Und ja, danke an alle meiner Kollegen in der Chess League, an den Freundeskreis, die da haben. Es macht voll viel Spaß. Und es ist voll eine nice Rückendeckung zu haben. Für die Boys und für die Girls. Und ja, ich freue mich, dass ich euch repräsentieren kann. Ja, danke Baumi. Mhm. Und ja, ich habe keine Fragen, Mandy. Ich hoffe für euch ein starkes Spiel von dir im Finale und ich wünsche weiterhin viel Glück. Dankeschön. Hoffentlich passiert kein Queensblunder erstmal. Ja. Einfach gleich traden. Einfach gleich traden. Ich glaube, das ist die Devise von der Season. Queens traden. Das haben wir gelernt. Gut. Baume, danke fürs Interview. Ja, abschließend, danke, um die richtiger zu verabschieden. Schaut, wer es nicht getan hat, schaut auf Baumis Blog vorbei. Er schreibt wöchentlich einen neuen Artikel mit Spielervorstellungen, Interviews praktisch, Blunder der Woche, Play der Woche. Du findest das alles, was ein Herz begehrt. Und schaut auf jeden Fall vorbei, es ist wirklich wert zu lesen. Keine Krone. Und ja. Baumi, viel Glück dir noch und danke fürs Interview. Ja, danke. Wir hören uns. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. So. Ja, ich weiß, dass du Baumi nicht so viel vorne dort unten. Ja, ist ein bisschen fein noch. Ja. Immer gedacht, irgendwas muss ich da, weil du schon ein Matchup eben. Ich muss irgendwas halt hier, damit man sich nicht gewonnen hat. Ah, ja. Muss man sehen, ja. Ich wollte nachher beim Finale. Ja gut, okay, ich muss nachher den Max übernehmen. Ich habe Strich von Layout da im Hintergrund. Ja, das ist schon Layout. Das ist schon ein Bild. Wie haben echt die Spiele gefallen, Marc und Oliver?
Guter Spieler. Ist zwar cool, aber ja, leider ein bisschen. Ja, mit dem Queen's Plan, da war es noch nicht mehr so viel interessant am Ende außen. Mhm. Aber er hat sich noch gut geschlagen, hat gut verteidigt. Ja, das erste war ziemlich nice. Er war voll cool. Leider, dass wir keinen Armageddon. Was ich dir, dass wir ins CLP-Finale reinkommen, dass da häufiger waren Armageddon. Ja, ich glaube, wie viele Armageddon haben wir jetzt zuletzt gehabt? Ich glaube, fast viel. jedes Final-Game hat ein Armageddon gehabt, gell? Und das ist halt nur so die Kirsche auf dem Kuchen. Ja, 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 das ist einfach spannend. Der Puls, extrem. Ja. Alles krass, da tut man so ein bisschen mehr excited werden. Ja, und als Zuschauer auch noch. Ja, ja, ja. Dann natürlich sind wir jetzt ein bisschen groß und ja. Aber es war trotz allem, wie schon gesagt, eine wunderschöne Partie. Mhm. Die erste, wie der Marc richtig gesagt hat, war einfach cool anzuschauen, weil es so viel Even war die längste Weile. Zweite, wie schon gesagt, ja, Queen's Plan hin und her, aber es ist eigentlich im Early Game und im Mid Game ziemlich solide gespielt worden. Der Baum hat sich einfach den Sieger verdient geholt. Er hat einfach gezeigt, dass nochmal ein bisschen eine Skill-Differenz zwischen ihm und seinem Kontrahenten da war. Und es hat man einfach gemerkt im zweiten Game, dass es einfach ein bisschen einfach nur ein Unterschied ist. Der Baum beweist unglaubliche Stärke durchaus, also durch das ganze Turnier. Und schaut auf jeden Fall sehr, sehr gut und in Form aus für einen Titel für die CLP-Saison. Ja, kann auch der starke Favorit sein. Ja, morgen haben wir um 8 Uhr einen Action-Stream. Es ist Zeit für Ninz gegen Gapse. Border-Spieler haben starke Leistungen gebracht, das Turnier. Der Gapse hat in Julian Walknasen gehaut, was ein großes Upset war. Viele Leute haben in Julian als Turnierfavorit gesehen. Und der Ninz hat einfach solide Spiele gespielt gegen den Hirsch, wo er eindeutig stärker war. Und das war ein Matchup, das was da wo ich auch nicht genau weiß, wenn ich da als Sieger sehe. Ja, Mann. Ich denke einfach durch einen Sieg gegen Julian. Ja, ich gab es in meinen Augen so viel besser. Ich weiß nicht, ich habe in Julian so viel hochgeschätzt. Und durch das, was er gab's ihn ausgekickt hat, denke ich einfach, gab's the Beast. Julian crying in Austrian. logisch. Man muss, also der Julian hat stark ausgeschaut. Was man, also wenn man vergleicht sich, muss natürlich der Hirsch war auch einer von den Turnierfavoriten. Ja, ist schon ins Finale gekommen. Er ist, ja, stimmt. Er ist jetzt auch im Finale nicht. Wahrscheinlich. Oder hat man da schon was Fixes? Weiß man da schon etwas? Ich glaube, ich darf von der Moderation noch nichts preisgeben. Okay. Auf jeden Fall, Julian hat in einer sehr guten Form ausgeschaut, der Hirsch, war dann ein Turnierfavorit und hat nach einem Spiel gegen Ninz stark geschwächelt. Was natürlich nicht heißt, dass der Ninz sich in Sieg nicht verdient geholt hat, aber die Frage, was man sich stellen kann, ist, wie hat der Julian Weikner gespielt, war er in Form? War er nicht in Form und gibt es da einen Skillunterschied zwischen Hirsch und Walkner in den beiden Spielen? Weil auch so wie man jetzt das Turnier verfolgt hat, kann man ganz einfach sagen, ja, da gab es eine Schockstärke aus, denn er hat gegen Walkner knapp gewonnen, der was sehr stark ausgeschaut hat, und der Ninz hat gegen Hirsch gewonnen, der was aber in seinem Tag einfach schwach ausgeschaut hat, nicht? Mhm. Also was heißt das für die Spieler, nicht? Ich glaube, der Ninz hat viel zu beweisen. Halb noch, I guess. Und der Gapse hat viel zu verlieren. Bei ihm steht natürlich auch sehr, sehr viel auf dem Spiel. Und ich glaube, er will sich unbedingt ein Rematch holen. Deswegen, ich glaube, morgen werden wir auf eins für die spannendsten Dachmatches treffen, was wir im ganzen Turnier gesehen haben. Ja. Hoffentlich. Ich hoffe auch. Damit will ich die auch schon in Stream langsam wieder beenden. Bei einem Cola Spiele. Ich bedanke mich beim Marc und beim Oliver, dass sie mich so viel nett begleiten haben und ein gewaltiges Opening gespielt haben in Stream. Und ich bedanke mich bei den ganzen Zuschauern wieder, bei den ganzen Spielern, die was in das erlauben.
Und ich hoffe, das seid morgen wieder dabei. Ja. Ja. Ich wünsche mir einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bitte. Bye.